So. Willkommen zurück beim D&D 1x1 mit dem Nerd Navigator. Heute beschäftigen wir uns mit zwei weiteren der sechs Grundwerten Weisheit und Intelligenz. Diese sind für zauberkundige Klassen sehr wichtig. Also, bleibt dran, gleich gibt's Näheres. Intelligenz steht für geistige Scharfsinnigkeit, für Erinnerungsvermögen und für logische Konsequenzen aus irgendeiner Handlung, dass man die ziehen kann. Bei mir persönlich in meinen Gruppen ist es auch so, dass Intelligenz die Improvisationsfähigkeit einfach ist, dass man schnell auf gewisse Situationen reagieren kann. Intelligenz hat 5 große Fähigkeiten, auf die man würfeln kann. Die liste ich euch jetzt hier oben auf und beschreibe ich euch gleich näher. Mit Arcana Kunde, dem ersten Wert hier, fokussiert man eigentlich darauf auf das Wissen über andere Meta-Ebenen, die es dort gibt oder was es gibt in diesen Ebenen, ob Objekte magisch sind, was das für ein Zauberspruch war, den jetzt der Taschenspieler gerade am Marktplatz verwendet hat, weil er zum 5. Mal 3 Sechser gewürfelt hat mit seinen Würfeln, oder was für eine Schule der Magie generell ein Zauber zugehörig ist oder ein Ritual, das man gesehen hat. Geschichte braucht man nicht viel hinzufügen, das sind einfach solche Würfe, ob der Charakter sich noch erinnert, was ihm mal von seiner Mutter als Kind erzählt worden ist, über die seit langer Zeit brachliegende Ruinen, den nebelverhangenden Wäldern, die das Dorf, in dem sie sich gerade befinden, umgibt, oder ob man etwas über vergessene Königreiche weiß, ob man sich an irgendwelche Legenden erinnern kann und solche Sachen. Nachforschungen, auch soweit selbsterklärend, das ist die Fähigkeit, logische Schlussfolgerungen zu ziehen aus gewissen Umständen, die vorhanden sind. Beispielsweise, ob man vom Hörensagen irgendwie noch herleiten kann, wo ein Gegenstand versteckt ist, dass man irgendwie die Arcana-Aura spürt oder sonstiges. Naturkunde und Intelligenz wirken sofern zusammen, dass man versucht sie oder dass man sich daran erinnern kann, was für ein Terrain vorherrschend ist, was für welche Tiere es gibt, wie diese Tiere reagieren könnten auf einen und sonstige die Natur betreffende Begebenheiten. Religion geht auch auf Intelligenz und das ist eigentlich übergreifend mit Geschichte zum Teil schon, ob man sich an irgendwelche Götter erinnern kann, ob man jetzt weiß, welchem Kult dieser oder welchem Gott dieser Kultplatz, an dem man sich gerade befindet, zugehörig ist und andere mögliche Fragen zum Beantworten. Für was kann man Intelligenz noch verwenden, die Würfe? Zum Beispiel, wenn man der Spieler jetzt versucht, mit einer anderen Kreatur ohne Worte zu kommunizieren. Oder sei es, dass man einen mächtigen Rubin gefunden hat und versucht, den einfach zu schätzen, was der Wert sein könnte. Der Wert der Weisheit steht für Wahrnehmung, Intuition und Erkenntnisfähigkeit und schlägt sich vor allem bei den Klassen des Druiden oder des Klerikers nieder. Ebenfalls gibt es bei der Weisheit 5 große Punkte, auf die man würfeln kann, die erklären wir euch jetzt genauer. Mit Tieren umgehen ist auch ein Selbstläufer, wie wir es vorher bei den Intelligenzwerfen, zum Beispiel auf Geschichte oder Religion hatten. Da geht es darum, dass man es zum Beispiel schafft, ein domestiziertes Tier irgendwie zu beruhigen, ein Pferd, das gerade ausscheren will, wieder ruhig zu kriegen. Oder intuitiver zu erkennen, was ein wildes Tier, das jetzt vor der Gruppe aus dem Wald gebrochen ist, als nächstes vorhat. Motiv erkennen geht darum, ob man erkennen kann, was für Absichten das Gegenüber hat, ob es versucht, etwas zu verschleiern oder ob es die Wahrheit sagt, könnte man das fast schon auslegen. Heilkunst kann dabei helfen, einen sterbenden Gefährten zu stabilisieren oder auf Krankheiten zu würfeln bzw. diese zu erkennen, was es überhaupt für Krankheiten sind und was diese Krankheit auslöst. Der Wert der Wahrnehmung geht darauf, dass man versucht zu erkennen, was um einen herum passiert. Zum Beispiel, wenn ein Spielleiter dich auffordert, du kannst an der Tür lauschen, ob du hörst, was die da drinnen reden, dann machst du einen Wurf auf Wahrnehmung, ob du gut verstehst, was passiert oder dass du einfach auf der Wache jetzt bist und auf deine Gruppe aufpasst, die gerade Rast macht und du versuchst wahrzunehmen um dich herum, was passiert. Überlebenskunst ist zum Beispiel, dass man versucht Spuren zu lesen, die Gruppe irgendwie durch unwegsames Gelände zu führen, das Wetter vorauszusagen, was kommen könnte oder wo man am besten Tiere jagen kann, wo man Wasser findet, einfach alles, was für eine kleine Survival-Kampagne notwendig ist. Weiters kann man mit Weisheit zum Beispiel auch herausfinden, ob eine Kreatur, die vor einem steht, die eigentlich tot sein sollte oder lebendig untot ist und zum Beispiel, ob man dem Bauchgefühl vertrauen kann oder nicht.
Das war es auch schon wieder von mir. Mögen die Würfel in Zukunft weiterhin glücklich für euch fallen und wir sehen uns beim neuen Video.